Sind Diebe! Es war doch nur ein Kaninchen. Mein Freund, heute war es nur ein Kaninchen, doch morgen legen sie uns die Schlinge um den Hals. Adam, um Gottes Willen, es sind doch nur Kinder. Kinder? Mein Janek ist ein Kind. Deine Christina ist ein Kind, ja. Aber die, elende Schlangen. Ein Schlangennest musst du ausrotten, alle töten. Adam. Alle töten bis zur Letzten. Ist kein Blödsinn. Nein, Bruder, da sind sie. Da! Von deinem Bruder geträumt? Da gibt es Geister, Tadas, das schwöre ich bei Gott. Hör auf, da gibt es keine Geister. Doch, gibt es. Frau Rasumowski war selbst dort. Hör auf, das ist Blödsinn. Nein, ist es nicht. Jonas, du weißt doch, hat sie auch gesehen. Und alle anderen wissen es auch. Und wusstest du, dass die alte Dame Selbstmord begangen hat, nachdem Adam Rasumowski auf der Jagd getötet wurde? Nun hör schon auf. Warte, hör zu. Sie hat sich mit Petroleum übergossen. Das ist die Wahrheit. Schwachsinn. Die anderen haben es nur knapp geschafft, sich zu retten. Wir können uns nicht länger verstecken wie Kaninchen in ihrem Bau. Wir graben Rasumowskis Geld aus, gehen zu Grünius und erkaufen uns die Freiheit. Wir kaufen uns Pferde. Ein Schwert besorge ich mir. Und dann reiten wir ans Meer, Vince. Ans Meer? Ja, genau, ans Meer. Versprochen? Vince, ich verspreche nie etwas. Ich träume. Ich wünsche und träume. Und manchmal werden sie auch wahr. Alles klar? Weiter, Vince. Aber woher weißt du, wo das Geld liegt? Was ist denn das für eine blöde Frage? Er hat's mir gesagt. Aber der kann doch gar nicht sprechen. Die Russen haben ihm die Zunge abgeschnitten. Wegen seiner Abneigung gegen Wodka. Er hat's mir aufgeschrieben. Ich sage dir, da sind Geister. Konstanzia! 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 Edmundas! Edmundas! Was ist? Konstanzia! Dein alter Mann schon wieder? Psst. Ich muss gehen. Ich hab mich so drauf gefreut. Vergiss doch diesen alten, zattrigen Knochen. Der ist leider immer noch mein Mann. Das ist mir ganz egal. Du hast mir so gefehlt. Heute Abend, wenn die Gäste gegangen sind. Du weißt wo. Gut. Versprochen? Hm. Wie oft hast du mir schon was versprochen, hm? Konstanzia! Konstanzia! Was tust du denn hier? Ich suche nach der Köchin. Hier suchst du nach ihr? Überall. Bernardas. Ich wollte ihr doch nur sagen, dass sie beim Rindfleisch nicht wieder an Wacholderbeeren sparen soll. Beim Rindfleisch, hä? Bernardas! Beim Rindfleisch! Wacholder! Bernardas! Da ist kein Rindfleisch. Rindfleisch? Da ist kein Rindfleisch. Nichts da. Hier gibt es nur einen dämlichen Elch mit einem großen Geweih. Tadas! Kann Tadas überhaupt schwimmen? Er geht nie ins Wasser seit seiner Kindheit nicht mehr. Und warum jetzt? Zur Rettung. Dann ist er wohl ein Held. Atmet er? So was Kindisches! Woo! Eure Exzellenz, Leutnant Rasumowski ist hier. Aha, lass ihn rein. Raus mit dir, du Schwein! Rasumowski. Mhm. Janek Rasumowski. Ganz recht, Euer Durchlaucht. Man hört, ihr habt euch viele Feinde gemacht, Leutnant. Euer Durchlaucht, meine Feinde sind mein Geschäft. Ein Klugscheißer. Was für ein Klugscheißer. Hm, gefällt mir. Sind denn alle so dort im Nordwesten? Ihr seid doch aus Litauen, nicht wahr? Ich bin Pole, Euer Durchlaucht. Seit dem Tod meiner geliebten Eltern war ich nicht mehr in meiner Heimat. Seit 15 Jahren. Ah ja? Ich verstehe. Natürlich sehen euch einige Leute gern tot. Aber ich habe andere Pläne, Leutnant. Ich verstehe nicht ganz, was ihr meint, Euer Durchlaucht. Nun ja, wie ihr vielleicht wisst, entschied sich unser Zar Alexander, Gott hab ihn selig, unser schönes Land den Sklaven, den Leibeigenen zu überlassen, die dort oben bei euch im Nordwesten leben. Diesen wilden Litauern. Nehmt euch so viele Leute, wie ihr braucht, um die Rebellion zu zerschlagen. Euer Durchlaucht, soweit ich weiß, gibt es dort doch gar keine Rebellion. Bald. Und ihr werdet euch um diese Sache kümmern. Es muss nur alles sehr anständig aussehen. Hm? Aber... In Kürze, mein Lieber... passieren Dinge, dann ist keine Zeit mehr zum Umflügen des Landes, und zwar nicht die geringste. Ein gutes Buch. Verschwinde aus meinem Haus. François Villon. Raus! Warum denn so emotional? Ach, was bedeutet eigentlich Agentum? Verschwinde endlich! Bernardas, die Zahlungen sind überfällig. Ich sagte, du bekommst sie. Agentum Silber, 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 Silber. Ich brauche sie aber jetzt gleich. Verdammt, du treibst mich noch vollständig in den Ruin. Du und dein Luxus treiben dich in den Ruin. Schon seit langem. Ich bin nur ein ergebener Diener des Schicksals. Du elender Mistkerl! Mein Lieber, du vergisst, dass du diesem elenden Mistkerl so gut wie alles verdankst. Du bist nichts weiter als ein mieser Erpresser. Also gut, noch einen Tag. Da will euch jemand sehen, mein Herr. Leutnant der kaiserlich-russischen Armee. Janek Rasumowski. Janek, Onkel. Adams Sohn. Danke, Edmundas, du kannst gehen. Ja, aber... Danke! Nun, stets zu Diensten, meine Herren. Ein Diener des Schicksals, wie man so sagt. Darf ich abnehmen? Ja, vielen Dank. Willkommen zurück. Nach so vielen Jahren. Onkel. Du bist groß geworden. Ich habe Nachrichten aus Petersburg. Machst du da? Wirst du gleich sehen. Gib mir die Kohle, die Kohle! Wofür brauchst du die Kohle? Das siehst du gleich. Pass auf. Ich will dein Herz! Ah! Gut. Gehen wir. Wo gehen wir denn hin? Steht gerade. Gib's zu, der Wald ist nachts voller Geister, oder? Ich habe keine Angst vor Geistern. Ach nein? Matteo, was würdest du dir wünschen, wenn du eine Farnblume finden würdest? Ich weiß nicht, vielleicht Schuhe. Schuhe? Das sind nur Dinge. Aber wovon träumst du? Dinge sind wichtig, Morta. Die sind nützlicher als dumme Träume. So was Langweiliges, du. Was? Langweilig, was? Langweilig, langweilig. Mutio ist ein Langweiler. 96, 97. Alles ruhig. Wie bei Tag. 98. Was heißt 99. das? Zeitverschwendung 100. Halt die Augen offen. Störe ich? Nein, Edmundas hat mir gerade erzählt, wie du hier zurechtkommst. Genau, das ist richtig. Ich habe ihm erzählt, was für ein wunderbarer Jäger ihr seid. Natürlich lasse ich euch das Beste von allem sehr gerne selbst erzählen. Janek. Verehrte gnädige Konstanzia. Christina hat schon aufgehört zu spielen. Tanzt du? Sehr gern. Liebe Konstanzia, ich habe mich gerade an einen Tanz erinnert, den ich damals als Kadett... Ich sollte mich endlich deiner entledigen. Dazu fehlt dir der Mumm. Hier, das Geld wie versprochen. Glaubst du etwa, das reicht, um davon zu kommen? Bernardas. Alles hat sich geändert. Auch das Schweigen ist teurer geworden. Auf der Stelle erwürgen sollte ich dich. Und der Preis steigt schon wieder. Wohin gehst du? Verflucht. Weit weg von deinen Machenschaften. Ein Langweiler? Ein Langweiler. Also langweilig, ja? Ein Moskito. Rittmeister Snegiryovs Staffel wird bald hier eintreffen. Wir müssen nur noch ein paar Tage standhalten. Aber gegen wen müssen wir denn standhalten, Bernardas? Zar Alexander hat ein Manifest unterzeichnet. Es gibt den Sklaven die Freiheit. Sagt mir nicht, Freunde, dass Sie wieder Nachsicht mit diesen Sklaven zeigen. Mutig, Herr Brigintas, solche Worte können uns nach Sibirien bringen. Wir müssen uns hier nicht einschüchtern lassen. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Sehr richtig, Onkel. Überlegen Sie sich lieber, was Sie mit Ihren Leibeigenen anstellen. Ihr Selbstvertrauen ist gestärkt. Aber warum sollten Sie sich jetzt erheben und rebellieren? Sie sind doch frei. Was sollen Sie denn mit Ihrer Freiheit anfangen, hä? Sie essen? Sie sich aufs Brot schmieren? Die Sklaven haben zwar ihre Freiheit erlangt, aber etwas noch Wichtigeres haben sie nicht. Ihr Land. Meine Herren, wir haben die Bauern noch ihre Freiheit, so müssen sie trotzdem essen. Ich hab doch recht, oder? Und da das Land uns gehört, werden Sie wohl nicht allzu weit kommen. Oh, sehr schön gesprochen. Edmundas, endlich! Augenblick. Wo steht schon auf? Bitte sehr. Ich habe Neuigkeiten. Hey! Hey, Edmundas hat Neuigkeiten für uns, Leute! Brüder! Was ist passiert? Der Zar! Was ist denn mit ihm? Der Zar hat ein Manifest unterschrieben. Was? Was hat er unterschrieben? Ein Manifest, klar? Was? Er hat die Sklaverei abgeschafft. Ist das auch sicher? So hat es Grünius gesagt. Wie hat er sie abgeschafft? Einfach so! Ihr müsst euch nicht mehr vor den Reichen verbeugen. Ihr müsst auch nicht mehr auf ihren Feldern ackern. Und jetzt liegt es weiter. Was sollen wir dann tun? Ich weiß es nicht. Und wer weiß es dann? Wer? Grünius weiß es. Geht und fragt ihn. Meinst du etwa jetzt gleich? Nein, erst im Winter. Da pflügt es sich leichter. Geht zu Grünius. Fragt ihn, wer in Birjulenai nun der Herr ist. Freunde, hört her! Wenn es keine Sklaverei mehr gibt, dann sind wir frei! Das lasst uns feiern! Na los doch! Ja! Ja! Und nicht nur das Gutshaus, die Frauen und Kinder. Niemand hat überlebt. Alles wurde niedergebrannt. Jesus Christus. Gott sei Dank. Ist das weit weg? So weit auch nicht. Egal wie, sagt der Wolf ist. Er geht immer auf die Jagd. Und Stellt euch nur vor, sie kommen mit Sensen. Sie werden kommen. Mit Sensen und Fackeln. Mit Äxten und Pforten. Ja. Beeindruckende Rede, Leutnant. Echte Poesie. Keine Poesie. Ich sage nur, wenn Sie meine Hilfe benötigen, meine Männer und ich sind hier. Das ist nett. Das ist nett. Danke. Sie unterschätzen die Litauer. Wo haben Sie diesen leckeren Wodka her? Oh. Was ist denn? Ach, du heiliger Strohsack. Ja, ja, los, weiter! Da sind sie. Großer Gott. Meine Damen, alle ins Haus! Mit ins Haus! Nur die Ruhe bewahren! Bleiben Sie ruhig! Panik. Ins Haus! Schnell! Ruhig. Die Waffe! Kommt schon, Bewegung! Los, Christina! Nehmt die Waffen runter! Angriff! Ich will, dass keiner mit dem Leben davonkommt! Na los! Das? Vince! Mutio! Vince, pass auf! Schnell weg hier! Verdammter Rebell! Schweinehund? Hol Wasser. Rebell. Das steht dir ins Gesicht geschrieben. Und dein Gesicht sieht aus wie ein Pferdearsch. Und du traust dich nur, auf Gefangene einzuprügeln, die gefesselt sind. Du elender Feigling. Im Kaukasus hätten wir deinen Bauch aufgeschnitten und die Hunde deine Innereien fressen lassen, während du zusiehst. Na dann, nichts wie zurück in den Kaukasus. Morgen wird er uns alles sagen. Gehen wir. Psst. Hey, hey. Vince! Vince! Mutius! Warum muss ich jedes Mal deinen Arsch retten, ha? Na, weil mein Arsch Gold wert ist. Das haarige Ding? Golden. Haarig. Hauen wir ab, Tadas. Ihr geht. Ich komm nach. Los, du Narr! So, du bist frei. Los, lauf. Lauf. Los, lauft. Lauft. Nein, nein. Doch Edmundas. Nein, bitte nicht. Das weiß ich ganz genau. Nein, bitte. Das kann doch... Gar nichts ist dir heilig. Nicht doch, Edmundas, das kannst du doch nicht tun. Oh, du Erbarmen. Ich brauche es jetzt. Ich habe so gewartet. Und ich erst. Von wegen, du denkst an alles und kannst. herum, wie es unter meinem Rock geht. Das ist besser, als ich es erwartet habe. Konstanzia, alles wird schon gut. Oh. Hey! Ja! Oh Gott! Was zum Teufel? Was willst du hier? Wo hier? In meinem Bett. Ich fliehe. Sie kriegen dich eh. Ah, nein. Dafür sind sie nicht gut genug. Und wo willst du jetzt hin? Steigst du in ein dunkles Loch und versteckst dich für den Rest deines Lebens? Oh, sag mir, kleines Vögelchen, ist denn ein goldener Käfig besser als ein dunkles Loch? Sicherlich. Wenn du immer das kriegst, was du willst. Zumindest weiß ich, was ich will. Das weiß ich eigentlich auch. Und was? Ich will den Nebel am See riechen, ganz früh am Morgen. Will spüren, wie ein Hengst, frei und wild, übers Feld rennt. Das wachsende Gras. Ich will es wachsen hören. In aller Stille. Und keiner sonst kann es hören. Christina, mach auf! Christina! Was ist? Dir geht es doch gut, oder? Ja, alles in Ordnung. Dann gehe ich jetzt ins Bett. Na schön. Schlaf gut. Mama? Ja? Was ist denn das? Stroh. Aha. Und das? Ich habe gelesen. Ach so. Dann gute Nacht. Die Pferde! Feuer! Ihr Wasser, wir schlafen! Seht ihr das nicht? Schneller! Hey, ruhig! Ruhig! Verfluchte Scheiße nochmal! Wo warst du? Glaubst du, das war sinnvoll? Jetzt ist er erstmal beschäftigt, Idiot. Das war nicht gerade intelligent von dir. Vince, komm mit! Nein. Wo willst du hin? Bleib hier! Lass mich los! Lass mich los! Nee! du deinen Spaß? Das ist für Morta. Und das ist für deinen verfluchten goldenen Arsch. Das ist für Vince. Matteo. Matteo, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich dachte wirklich, dass das... Du sollst nicht denken. Du sollst nicht denken. Fühl doch einfach mal. Fühl doch mal. Du sollst fühlen. Und wenn du ein Mann sein willst, dann benimm dich auch so und lass andere nicht leiden. Für deinen Spaß. Ihr Trink. Ja, ruhig. Noch ein bisschen. Ja. Da ist der Rebell! Los, raus mit ihm! Was geht dir vor? Vater! Lassen Sie ihn! Zurück! Lieber Gott, lassen Sie ihn! Zurück, habe ich gesagt! Halt! Halt! Stell ihn nicht so an! Na los! Alter. Da lang! Wir bleiben hier liegen. Habt ihr verstanden? Bis wir alle Rebellen am Galgen baumeln sehen. Nicht gerade christlich, Leutnant. Man verdient sich den Respekt der Sklaven nicht mit Gebeten, Offizier. Und jetzt überprüft alle Dörfer. Durchsucht jedes Haus. Wer hetzt die Rebellen auf und gewährt ihnen Unterschlupf? Radius 10 Kilometer. Und hier lassen wir ein paar Männer zurück. Damit sich hier keiner wie Ratten über die Körper hermacht. Verstanden? Weg mit ihnen! Los! Zurück! Mano saujai dūzgia bitės, tavo plaučiuose vanduo. Mano saujai gęsta rytas, liūdnas kaip kareivio šuo. Mano rankų žvyro pilnos, malas sniega debesų. Verkia rauda mano girnos, aš sningu tau ant pečių. Aš atgulsiu, tu pareisi, bus raudoni vakarai. Priešas trauksi, viskas keisis, mano Lietuva bedalė. Ar bijai, ar bijai? Also nein, das glaube ich nicht. Hier genau so war es. Die haben bestimmt Plätze. Ich sage dir, sie haben Grünius ausgebrannt. Das schwöre ich bei Gott. Hey, ich sage dir, auch die Stadt, die Tiere, alles ist abgebrannt. Wer? Das ist doch Grünius. Sie haben Fäuste wie Armbrüste. Ein Kosaken hat er mit einer Hand erledigt. Was glotzt du denn so, hä? Huh? Lieber weiter! Los, rede, du Schweinehund! Wer hilft den Rebellen? Ich bin aus einem anderen Dorf. Ihr seid doch alle Rebellen! Wenn du nicht redest, werde ich euch alle an die Flusskrebse verfüttern! Sie sind 3 Kilometer von hier, aber gesehen habe ich sie noch nie! Schnauze, du Stück Scheiße! Da. Ich will wissen, wer euch Rebellen aufgehetzt hat. Habt Gnade, Eure Exzellenz. Ich will nur, dass du mir verrätst, wo sie sich verstecken. Hm? Lass mich los! Ich hab's getan! Ich hab's getan! Eure Exzellenz! Wir haben einen echten Verrückten hier. Schafft ihn mir aus den Augen. Ich hab die Rebellen aufgehetzt und den Stall niedergebrannt. Sag mir, wie du heißt. Blinda, mein Herr. Tadas Blinda. Knöpft ihn auf. Habt Gnade! So, hören Sie doch! Ich kenne das Versteck. Das Versteck der Rebellen. Das Versteck ist im Sumpf. Halt dein Maul, verflucht! Nun gut. Aber wenn du zur falschen Zeit auch nur blinzelst oder einen fahren lassen solltest, zeige ich dir, was Höllenschmerzen sind. Wir sind gleich da, macht euch bereit. Sie kämpfen für unsere Freiheit und was machst du? Für dich vergießen die Rebellen ihr Blut, du runde Sau. Hier nicht. Was? Hier gibt's keine Rebellen. Was soll das heißen? Hier sind sie lang geritten. Da ist der Pfad. Da! Ich sehe keinen Pfad. Ich kenne die Sümpfe. Ich führe euch. Löst die Fesseln. Du erbärmliche Kröte. Hoffentlich ersäufen sie dich in deiner eigenen Pisse. Auseinander! Beruhigt euch, ihr Mann! Beruhige dich! Ruhe! Los da! So, Schluss jetzt! Du elender Verräter! Widerwärtigen Schweine! Los, weiter! Haltet sie! Haltet sie! Einmal um die Beine! Stehen, du Sau! Ich rette dich. Ich danke. Hier, sehr. Aufwachen, Kleiner. Du willst doch nicht deinen Tod verschlafen, du verdammtes Dreckschwein. Komm her. Männer, was habt ihr vor? Das wirst du gleich sehen. Ich hoffe, ich bin ausgerötet. Halt dein Maul, du Schweinehund. Nein. Wenn ihr mich aufweckt, wer führt dann die Rebellen an? Führ sie in der Hölle an. Oh Gott. Steh mir bei. Du kannst mal selbst mit ihnen reden. Tadas! Sag doch was! Geht's dir gut? Geht's dir gut? Tadas! Matthias, ich kann atmen. Ich kann atmen, mein Freund. Ich kann frei atmen. Ich kann atmen. Ich kann. Ja! Das ist es. Das ist die Freiheit. Frei atmen, ohne Angst zu ersticken. Matteo, ja! Das ist doch wohl nicht etwa Tadas. Ja, Tadas. Ja. Dann ist er verantwortlich für das Feuer. Ja. Matteo! Ja! Vater, warum versteckst du dich? Weißt du, Pferde sind besser als Menschen. Sie verstehen alles, aber sie verraten dich nicht. Bei Gefahr laufen sie weg, aber es gibt keinen Verrat. Vater. Die Welt hat sich verändert, Christina. Und ich mich genauso. Sag das nicht. Ich weiß nicht mehr, wer Freund und wer Feind ist. Alles wird gut, Vater. Nein. Nein, Christina. So leider nicht. Ach du. Gott sagt, du sollst nicht töten. Und er sagt auch, missbrauche nicht den Namen des Herrn. Bernardas. Schleichst dich hier rein. In dein Haus. Wie ein Dieb. Du bist schlimmer als ein Dieb. Weißt du, was du bist? Ja, ein Esel. Ich weiß vieles. was auch andere wissen sollten. Zum Beispiel unser Junge, Rasumowski. Hör zur Hölle mit diesem Rasumowski. Ab in unseren Adern! Was ist das? Eine Schenkungsurkunde. Was? Damit überträgst du deinem Knecht, der dir sein Leben lang mit Loyalität treu und ergeben zu Diensten war. Alles, das einmal Adam Rasumowski gehörte, den du umgebracht hast. Aber dessen Anwesen und Land sich seither in deinem Besitz befinden. Niemals. Gezeichnet Bernardas, Ambrosius, Grünius und so weiter. Hab ich ein Glück mit meinem Sekretär. Er hat mir 1 berechnet, aber 2 geschrieben. Lieber Krepier. Aber was wird denn dann nur aus deinem Haus, deiner lieblichen Tochter und deiner treuliebenden, deiner treuen Frau, wenn gar niemand mehr da ist? Sie beschützt. Hm? Willst du sie wirklich ihrem, ach verdammt, ihrem Schicksal überlassen? Hm? Zum Teufel mit dir und Rasumowskis Land. Danke. 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 Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil. Die Pest sollst du kriegen, du Bastard! Wie erwünscht, wir wollen die Rebellion unterstützen. Wir sind keine Rebellen. Moment, was war mit Grünius? Grünius' Haus hast du doch angezündet, oder? Niemand hat irgendwas angezündet. Verstanden. Und die Gendarme, sie laufen rum wie kastrierte Hunde und lassen uns aufrichtige Bürger einfach nicht in Ruhe. Aber wir sollten ihnen stattdessen keine Ruhe gönnen. Wir sollten ihnen einen Denkzettel verpassen. Und wie soll dieser Denkzettel aussehen, Alter? Was wäre eine Lektion? Stecken wir in den Finger rein? Vielleicht gefällt Ihnen das sogar noch. Also, probier's doch. Ich arbeite lieber wieder auf dem Land. Ich verbeuge mich nicht mehr vor unseren Herren. Soll das unsere Freiheit sein, dass sie sich alles nehmen? Es gibt keine Freiheit. Keine Freiheit, verstanden? Und es gibt keine Rebellen. Das ist lächerlich. Und du? Was glotzt du so? Hä? Du bist Blinder? Ja. Beweisen. Was? Beweise, dass du Blinder bist. Ja! Na los, hau drauf! Mach schon! Keiner soll für mich je wieder Blut vergießen. Für dich? Du bist doch keinen einzigen Rubel wert. Was wollt ihr dann hier? Nun, wir werden für unsere Freiheit kämpfen. Und für unser Vaterland. Für die Gerechtigkeit, Männer. Für unsere Frauen und die rotznäsigen Kinder. Für Samogitien. Verzeihung, Eure Durchdacht. Dringendes Telegramm. Verschwinde. Los, hau schon ab! Rasumowski. Eine wichtige Sache, dieses Telegramm, Iwan. Schlechte Nachrichten? Im Gegenteil, Iwan. Die allerbesten Nachrichten. Unser junger Leutnant ist nicht untätig gewesen. Der Funke ist gezündet und das Feuer wird bald lodern. Schick eine Nachricht nach Kaunas. Snegiryov soll die Pferde satteln. Und dies gleich. Es wird allmählich Zeit. Meine Liebe, alles gehört jetzt endlich uns. Das viele Land, das schöne Anwesen, das ist alles unser. Unser Traum ist wahr geworden, verstehst du? Was hast du getan? Hä? Was hab ich getan? Was haben wir getan? Aber, wir sind so nah dran. Wir werden den alten Knochen los. Und dann, meine Liebe, würden wir viel Spaß haben. Wir müssen Janek warnen. Nein, nicht jetzt. Morgen sind sie hier. Und so eine ganze Armee. Sie werden alles für uns erledigen. Und dann gehört alles uns. Gott, was hast du da nur? Christina. Ich dachte, gut erzogene Damen treffen sich nicht mit Jungs im Wald. Nun bist du also doch geflohen aus deinem goldenen Vogelkäfig. Ich hasse sie. Ich sehe bestimmt unmöglich aus. Aber nein, du bist wunderschön. Ich kann nicht mehr zurück. Ich auch nicht. Aber du bist frei. Ich bin ein Sklave, Christina. Ein Rebell. Du kannst tun, was du willst. Das, was ich meinte. Ich bin ein Rebell. Und ich bin ein Vogel im goldenen Käfig. Ich kriege immer, was ich will. Sind die Hunde. Sie suchen nach mir. Ich gehe jetzt. Ach, der Zar schickt die Armee. Was? Um dich zu fangen. Janek ist losgeritten, sie zu treffen. Ihr seid in Gefahr. Sind wir nicht, Christina? Unser Land schützt uns. Wunderschön. Einfach zauberhaft. Wunderschön, dieses Litauen. Sehr richtig, Litauen. Mein schönes Heimatland. Sind nur leider zu viele Litauer hier. Sieh einer an. Und ich dachte, ihr Polen mögt die Litauer. Immerhin habt ihr zusammen gelebt und hattet doch eine gemeinsame Regierung. Polen ist eine Nation von Königen und Adligen. Litauer sind Schurken und Bauern. Keine Kultur, keine Sprache. Sie haben uns Polen jahrhundertelang gedient. Und jetzt dienen sie Zar Alexander. Und wenn schon, sie sind geborene Rebellen. Hier gab ihnen der Zar Freiheit. Und was tun sie? Brennen einfach alles nieder. In der Tat. Brr, brr, halt! Wer steht da? Das wissen wir gleich. Sehen Sie nach. Sehr wohl. Was ist passiert? Grünius. Was ist mit Grünius? Er unterstützt den Widerstand und hetzt die Rebellen auf. Das ist doch dummes Zeug. Ich hab's selbst gesehen. Sklaven, Rojan, sie sind alle Rebellen. In Sibirien, Leutnant, werden alle Rebellen so geschmeidig wie Seide. Und dieser Blinda, was hat der für einen idiotischen Namen? Bei Gott, das ist wirklich komisch. Blinda, blind weg. Hier haben wir Blinda und puff, ist der blind weg. Mit so einem sonderbaren Namen kann man ja nur in Schwierigkeiten geraten. Was macht denn diese Vogelscheuche da auf der Straße? Das ist Tadas Blinda. Höchstpersönlich. Es ist mir eine Ehre, Durchlaucht. Sehr erfreut. Abteilung! Anlegen! Mit den Russen verbindet, oder was? Hä? Wer, ich? Also... Na los! Meister Edmundas, was ist denn das? Hände weg, du Kreatur! Eins! Du Rebellenschwein, du! Das ist alles meins. Ich habe es ehrlich verdient. Du hast es gewagt, einen ehrlichen Edelmann zu bestehlen. Und jetzt willst du ihn noch verunglimpfen? Ich schwöre bei Gott, Grünius hetzt die Rebellen auf. Meine Herr, bitte Gnade. Ich habe alles getan, was ihr gesagt habt. Ich habe die Bauern aufgehetzt, das soll doch keiner rauskriegen, oder? Oh, du Ratte. Verfluchter Bastard. Ich schlitz dich auf. Na los! Mach schon, bring mich doch um! Und du wirst nie erfahren, wer deinen Vater getötet hat, du Narr! Was sagst du da? Haltet ihn fest! Edmundas! Bleib stehen, du Feigling! Stehen bleiben! Die Vögel. Ein Kuckuck turtelt nur in der Nacht, wenn ihn keiner sieht. Mein Herr? Ich wollte dich doch nur davor bewahren. Ich habe keine Angst, es zu sehen. Papa? Mein Herr, der Rittmeister Snegiryov ist gekommen. Idioten! Holt mich von diesem Pferd runter! Eure Durchlaucht, was ist geschehen? Du Einfallspinsel! Hol mich von dem Gaul runter! Natürlich, regt euch nur nicht auf! Ich rege mich auf wie... Verschwinde! Verschwinde, ich rege mich auf, wie es mir gefällt! Habt ihr verstanden, ihr Idioten? Worauf wartet ihr denn? Lasst den Schwanz los! Los und hol mich hier runter! Du sollst mich sofort hier runterholen, du Idiot! Gott im Himmel! Was sind das nur für Trottel? Ich glaub's nicht. Und unser Tadas sagt darauf einfach Scheiße. Mein Herr, ich finde, eure Visage sieht genauso aus wie ein verdammter Pferdearsch. Oh. Ah. Also dann, weiter geht's. Oh, ja. Oh. Durchlaucht, melde gehorsamst, Grünius ist hier. Zur Hölle mit ihm von mir aus. Ist Rasumowski schon da? Nein, noch nicht, Durchlaucht. Los, raus mit dir. Mach, dass du wegkommst, oder ich verliere die Beherrschung. Eure Durchlaucht? Seine Majestät ist sehr unzufrieden mit euch, Grünius. Sehr unzufrieden. Verehrtester. Ein Adliger verbündet sich mit den Sklaven gegen die Obrigkeit. Gegen die Obrigkeit. Ah, gegen die Obrigkeit. Fort mit euch. Eure Durchlaucht, ich... Nein, bevor ihr etwas sagt, verratet mir doch, wieso ihr eure Sklaven nicht ein wenig besänftigen könnt, hä? Ah, vielleicht wollt ihr das ja auch gar nicht, hm? Aber vielleicht versteckt ihr ja auch in Wirklichkeit einen Aufstand. Oh ja, einen Aufstand gegen unseren Zaren. Aber verehrtester... Sei still! Ich weiß genau, wie die Polen ticken. Meine eigene Mutter war eine Litauerin. Und genau das wünscht ihr euch doch zurück. Die polnisch-litauische Staatengemeinschaft. Du unterentwickelter polnischer Bastard! Ich bin ein litauischer Adliger. Und das... ist litauisches Vaterland. Du abscheulicher Hundsfott! Du stinkendes Stück Hundescheiße! Wenn du in Sibirien verrottest, frag dich keine Sau mehr nach deinem adligen Namen. Bring mir sofort diesen Blindo, ganz egal, ob noch lebendig oder endlich tot. Oder du verreckst in der Taiga. Und deine Frau und deine hübsche Tochter gebe ich an die Soldaten. Die Kosaken wollen auch ihren Spaß. Verstanden, du Drecksack! Und jetzt raus hier, du litauischer Herzog! Verschwinde! Kind? Was machst du hier? Was wird geschehen? Keine Sorge, Christina, alles wird gut. Das glaubst du doch selbst nicht. Habe ich recht? Aber nein, Kind. Ich werde mich um alles kümmern, ich verspreche es dir. Das kannst du nicht, Papa. Ich sehe, was passiert. Ich sehe, wer Krieg führt und unschuldige Bauern erschießt. Wir brauchen Unterstützung. Doch wer sollte uns helfen? Unsere Nachbarn verstecken sich alle. Sie beten lieber. Die Soldaten müssen sich mit mir begnügen. Wir werden leider keine Hilfe kriegen. Doch. Christina? Es ist Zeit, an alte Schulden zu denken. Gutes Bier. Auf Tadas! Auf Tadas! Auf Tadas! Wo ist Blindas Bier? Hier ist Blindas Bier. Tadas? Ja, verflucht gutes Bier. Auf den Sieg, Tadas. Welcher Sieg, Mutio? Jetzt hör schon auf. Wir haben den Russen in den Arsch getreten. Tja, und jetzt? Was nun? Wie soll es weitergehen mit uns? Was meinst du denn? Wir machen die Russen fertig und dann die feinen Herren. Wir nehmen uns ihr ganzes Gold und geben es den Sklaven. Und die Pferde, die behalten wir für uns. Mutio, mein Vater hat früher immer gesagt, stiehlst du einmal ein Pferd, giltst du 100 Jahre als Pferdedieb. Brauchst du das etwa? Schön, verprügelt haben wir sie. Also diesmal. Heute waren es vielleicht 30 von ihnen, aber morgen werden es 3000 sein. Der Zar hat keine 3000. Mutio, du bist doch vom Bier schon völlig benebelt. Wer, ich? Sieh dich doch mal selbst an. Neulich noch hast du mit einem Sack auf dem Kopf im Wald Frauen erschreckt und jetzt bist du der Boss? Du bist doch nicht etwa neidisch. Ach, leck mich doch. Tadas, da ist jemand aus Loke da. Es gibt wohl wichtige Nachrichten. Wer ist denn das da? Bei Blinda. Einer aus Loke hat Neuigkeiten für ihn. Guck doch. Geht. Blinda, der macht doch nicht etwa mit einem Mann rum? Ist ja entsetzlich. Ich kann's noch nicht glauben. Deine Männer sind so laut, dass euch auch ein Blinder finden würde. Ihr seid bemerkenswerte Rebellen. Wir sind aber keine Rebellen, Christina. Was ist passiert? Hey, ihr zwei, macht euch vom Acker. Aber wenn jemand von uns erfährt... Dann pass auf, dass das nicht geschieht. Du hast gesagt, du würdest alles für mich tun. Manchmal werden Feinde zu Freunden und Freunde zu Feinden. Und es gibt nur einen Weg, sie zu erkennen. Welchen? Spüren. Und zwar hier. Wo bist du, du Strolch? Glaubst du, du kannst einfach so davonrennen? Und dich verstecken? Ich zähle bis 3. 1, 2... Ah, ist schon gut! Nicht schießen! Nicht... Na gut, ich erzähl dir alles. Nicht schießen. Komm raus da unten. Was ist drin für mich? Ich lass dich am Leben. Mein Leben ist mir scheißegal. Komm raus. So egal wie ein Fliegenschiss. Na gut. Gut, ich komm raus. Gut. Nicht schießen. Gut. Erzähl. Mach schon. Ich bin froh, dass mich eure Soldaten nicht aus der Ferne erschossen haben, Herr Grünius. Diese Bosheit muss aufhören. Nun ja, nicht ich. Hab mit der Bosheit begonnen. Ich weiß. Aber ich... aus dem Weg! Nein! Du lügst! Ich schwöre bei Gott, mein Vater Ist bei einem Jagdunfall gestorben! Ach ja? Genau so was. Verflucht, die Strömung war zu stark! Nein, Bruder! Adam, um Gottes Willen, es sind doch nur Kinder! Kinder? Mein Janek ist ein Kind. Deine Christina ist ein Kind, ja? Diese Kreaturen sind elende Schlangen. Ein Schlangennest musst du ausrotten. Alle töten bis zur letzten. Red kein Blödsinn. Oh, es tut weh. Du diffamierst meinen Vater. Gut, dann erzähl ich dir eben nicht, wie es war. Junge, du schaffst es! So, halt durch. Halt durch, mein Junge. Sieh mal an. Wieso hast du ihn nicht ersaufen lassen? Das sind meine leibeigenen, Adam. Diese litauischen Sklaven sind einfach nichts wert. Aber es sind meine Sklaven. Ja, schön. Dann werde ich das erledigen. Flucht! Adam, hör auf mit dem Blödsinn! Oh Junge, vergib mir. Deinen Bruder konnte ich nicht retten. Lass mich! Das lass ich nicht zu! Doch mal! Lass! Schluss jetzt, Adam! Mach keinen Blödsinn, Adam! Aus dem Weg! Oh. Ich war's nicht. Er selbst. Ja. Er war es selbst. Ich habe es ganz genau gesehen. Ich konnte doch nicht zulassen. Mein Herr. Was? Und? Ja. Ihr wollt doch sicher, dass keiner davon erfährt. Aber... Ich werde mich um alles kümmern. Keine Sorge, Frau Elster. Ich kümmere mich um alles. Es war ein schrecklicher Unfall. Das Eis war sehr dünn. Und die Strömung war zu stark. Mein Herr. Gab keine Möglichkeit, ihn zu retten. Keine Möglichkeit. Er sagte, mach schon, Edmundas, schmeiß ihn ins Wasser. Mach schon, er ist ja tot. Es gab keine Möglichkeit für euch, ihn zu retten. Niemand muss davon erfahren. Soll ich den da auch ins Wasser werfen? Wer ist da? Den auch? Los, geh endlich! Ja. Der. Ja. Kleine Junge. Vielleicht überlebt er. Was soll ich damit? Mit ihr hat es begonnen, mit ihr muss es enden. Das gehört mir! Das Anwesen meines Vaters. Mein Anwesen! Was gedenkst du denn zu tun? Dich im Sumpf verstecken, die Gendarmen ärgern und was dann? Ich weiß nicht. Was für ein Weltverbesserer bist du denn? Ein erbärmlicher. Ein ganz erbärmlicher, verstanden? Ich bin kein Weltverbesserer. Und kein Rebell. Ich will mit niemandem kämpfen. Mistkerl. In einer Knechtschaft zu leben, macht dich nicht zum Sklaven, Tadas. Erst die Akzeptanz dessen. Hast du es etwa schon akzeptiert? Wofür soll ich kämpfen? Sagt mir, wofür soll ich kämpfen? Um mich dann im Wald zu verstecken? Fichtennadel und Scheiße zu fressen? Oh Gott, wofür soll ich kämpfen? Für unser Vaterland. Für euer Vaterland. Nein, das Land gehört mir nicht. Ich pflüge es nicht. Und vergieß auch keinen Schweiß. Hilf mir, die Russen loszuwerden. Und schon bald seht ihr auf eigenem Land. Unser eigenes Land für uns. Du hast mein Wort. Weißt du, wer der Junge ist? Welcher Junge? Der den Grünius gerettet hat. Sein Name ist Blinda. Blinda. Du lügst! Nein, Grünius! Grünius hat für ihn deinen Vater getötet. Für diesen Rebellen. Und er hat ihn zu seinem Werkzeug gemacht, so wahr ich hier stehe. Leb wohl. Warte, warte! Und was kriege ich nur dafür? Du kannst alles haben, falls was übrig bleibt. Also gut! Wo bist du gewesen? Was ist denn los? Ich habe gefragt, wo du warst. Ich war reiten. Mit wem? Was meinst du damit? Zur Hölle, Mutio. Ich kann reiten, wohin ich will. Männer! Unsere Frauen sind ihm nicht gut genug. Er vergnügt sich lieber mit den Huren der Herren. Das habe ich nicht gehört. Pass auf. Pass auf. Er war bei keiner Frau. Er und Grünius haben was verhandelt. Er paktiert mit den Herren. So ein elendes, dreckiges Stück Scheiße! Hängt diesen Verräter! Ich bin also ein Bluthund? Konstanzia, Christina! Bernardas, es tut mir so leid. Lass den durch. Bernardas, Vater! Bernardas! Was soll denn dieser Unsinn? Rittmeister! Nicht doch so laut, Genosse. Sibirien ist das Land deiner Zukunft, mein Freund. Sibirien. Weil du den Rebellen geholfen und einen Aufstand angezettelt hast. Verstanden? Nichts dergleichen habe ich getan! Na, wie auch immer. Spielt keine Rolle. Einen Schluck Wodka? Für die Nerven? Nehmt den Mann fest! Wie viel war dir dieser Verrat wert, du Judas? Du hast meinen Vater getötet! Ganz recht. Und ich würde es wieder tun. Menschen wie ihn sollte es gar nicht geben, die ihr Heimatland für eine Uniform verkaufen. Für so viel Nur für dein Land. Und für mein Land. Unser aller Land. Es ist wahrscheinlich euer Hass, der euren Blick für das Wesentliche trübt. Mutige Rebellen. Und wofür kämpft ihr? Hä? Ihr hockt hier und scheißt den Wald voll, während die Russen unser Land unterwandern. Wir müssen gegen die Herren kämpfen. Die Russen sind nicht unser Feind. Die Russen warten nur darauf, dass wir uns alle gegenseitig umbringen. Dass wir uns wie hungrige Wölfe zerfleischen. Die Samogiten sollten sich gegenseitig ausrotten. Für ein bisschen Land. Oder ein Stück Brot. Trotzdem hast du dich mit den Herren verbündet, du Verräter! Ja, hab ich! Dann bring mich doch um, wenn du willst. Bring mich um dafür, dass ich liebe. Willst du mir etwa verbieten zu lieben, wie die Herren es taten? Ist das die Freiheit, die du willst? Dass du machen kannst, was du willst? Dass du dich verlieben kannst, in wen du es willst? Na los! Schieß doch endlich! Schieß doch! Na los! Du elender Feigling! Das eine Monster ist noch gar nicht besiegt und wir erschaffen uns schon ein neues, genau hier! Wie können wir das nur ändern, hä? Wie wird unsere Freiheit besser als die Knechtschaft, in der wir uns jetzt befinden? Mutio! Ich sage euch was. Grünius hat uns Land versprochen. Wenn wir die Russen besiegen. Du feiges Schwein, tötest nur Unbewaffnete! Leutnant Rasumowski! Sie sollten sich beherrschen! Sie sind ein Offizier. Ein Offizier der russischen Armee, also verhalten Sie sich auch dementsprechend, Leutnant! Zu Befehl, eure Durchlaucht. Maul halten! Warum können wir denn nicht einander helfen? Woher kommt dieser ganze Hass, meine Liebe? So viel Blut, so viel Lügen, dabei... brauchen wir nur die Wahrheit sagen. Nur die Wahrheit. Und nichts als die reine Wahrheit. Hört auf! Wo steckt dieser Blinda? Du bist ein Lügner, Tadas. Ich schwöre bei Gott, Matteo. Ich schwöre bei Gott. Seit wann vertraust du dem Feind? Seitdem. Ich nicht länger. Meinen Freunden vertrauen kann. Hey! Hey! Tadas! 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 Matthias! Was sollen wir jetzt tun? Wartet doch bitte. Ich sage es euch. los, geh. Geh! Lauf! Warum muss ich jedes Mal deinen Arsch halten? Sag mir das. Naja, weil mein Arsch nun mal Gold wert ist. Ein Arsch aus Gold! Für die Freiheit. Lieber Gott, wir bitten dich, steh uns bei. Diese kleine Nutte lügt! Du willst unser Geld? Dann lass meine Tochter los, du sollst es auch bekommen! Du Unmensch! Danke! Und denn? Mein saftiges Dotterblümchen. Zeig mir wo! Vielleicht. Du stinkender Bauerntölpel. Wenigstens stinke ich nicht unter meinem ach so hübschen Rock. Wo ist... Was? Na, das... Mörder! Alter Mann! Du! Ah! Du Mörder! Du verdienst den Tod! Konstanzia, schnell! Lass mich vorbei! Los, fahr! Janek, Janek! Jetzt wirst du für alles bezahlen, du mieses Schwein! Papa! Halt! Halt! Na, was ist denn das? Zwei hübsche Vögelchen auf Reisen. Entzückend. Ihr beabsichtigt doch nicht etwa aus eurem geliebten Litauen zu fliehen. Bleibt, wo ihr seid! Nein! Mama! Los in die Kutsche! Na mach schon! Mama! Fähr drauf! Du fährst! Hey! Hey, ja! Hund, du Ungläubiger! Das ist für Vater! Komm los! Rasumowski! Bernardas! Das war für uns. Für unsere Frauen und unsere Kinder, du Schwein. Das war für unser Heimatland. Und das... Du Drecksack. Ist für Vince gewesen. Tadas! Christina! Wo ist Christina? Sie haben mein Kind Christina entführt. Bitte rette sie. Bitte hol sie zurück. Bitte rette sie. Ich bitte dich. Ein Pferd. Ich flehe dich an. Ein Pferd. Ein Pferd, schnell! Hier, Tadas. Gott hat es so gewollt. Es gehört dir. Schreib deinen Namen rein. Rette meine Tochter, ich flehe dich an. Ruhig, ruhig! Mutio! Was ist das? Das Land, wie versprochen. Sehe an, bestelle es und ernte. Und ich muss los. Jetzt gleich. Ich muss Christina finden. Hey! 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 Auf! Christina! 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 plaučio sevanduo, mano saujoj gęsta rytas, liūdnas kaip kareivio šuo, mano ranko žvyro pilnos, malas sniega debesų, verkia raudam mano girnos, aš smingu tau ant pečių. Hörst du das? Wie das Gras wächst. Ich höre es. Trečią kartą krito bitės iš delnų, gaudė verkė miesto varpas, dingo broliai tarp miškų, visą naktį skundės liepoms, aimanuojantys beržai, kraujo raudonių užlieti, mūsų pustuščiai namai, man atgulo. Visais laikais, ar partizanas, ar plėšikas, svarbu ne kas esi.